Schön, dass ihr wieder einschaltet. Herzlich willkommen zurück bei Let's Splinter und dem Fußballmanager 22 hier beim SC Freiburg, unserer Wohlfühloase im Südwesten Deutschlands. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass Sébastien Haller ein Angebot von Olympique Lyon bekommt und insofern machen wir uns mit Alternativen vertraut. Wer sich die ersten Alternativen anschauen möchte, schaltet einfach nochmal eine Folge zurück. Ich habe aber nochmal geguckt und Alexis Vega von Deportivo Guadalajara aus Mexiko ist tatsächlich noch eine Option, die marktwerttechnisch realistisch umzusetzen wäre. Kleines Problem, erstens, diese 80er-Bewertung kommt vermutlich von der hohen Form von ihm und auch von der Tatsache, dass wir ihn noch nicht perfekt gescoutet haben und er ist verletzungsanfällig. Außerdem schon 27 Jahre alt und nur 1,72 groß. Spielen wir also mit Außenbahnspielern und bringen Flanken rein, ist er jetzt nicht die erste Wahl. Wir scouten ihn trotzdem mal, um Alternativen zu haben. Josh Sargent und weitere Personen wurden ja auch bereits gehandelt. Und dann gucken wir einfach, was passiert. Zumal wir mit Lyon erstmal in Verhandlungen treten werden, was Haller anbetrifft. Und insofern starten wir in diese neue Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir legen los. Bekommen angezeigt, wer hier vor einer unsicheren Zukunft steht. Costil, unser Torhüter, ist hier mit dabei. Ansonsten nach oben hin von der Stärke einzig Enzo Mio vom VfB Stuttgart. Interessant, aber der findet uns zu unattraktiv. Insofern ist hier kein Schnapper zu machen. Gucken mal in die zweite Bundesliga rein. Und sortieren da natürlich nach Stärke. Wow! Der Kollege Meiner von Hannover 96. Immer noch wahnsinnig gut. Aber auf rechts außen haben wir natürlich unsere Zukunftsvariante mit Cessignon. Sonny Kittel vom HSV. Allerdings schon 32 Jahre alt. Und dann wird es von der Stärke her etwas unrealistischer. Gucken nach England und schauen natürlich eher auf jüngere Spieler. Curtis Jones vom FC Liverpool. Waren wir, glaube ich, schon ein paar Mal dran. Ja, ist im Blickfeld nach wie vor. Boah, und es ist knapp. Also, er wird sich fast anhören, das Angebot. Aber wir haben ihn weiter auf dem Schirm. Also, die Scouting-Abteilung läuft da eigentlich ganz gut. Und insofern warten wir es ab. Was wir nicht abwarten können, sind die Verhandlungen mit Lyon. Haller möchte eigentlich bei uns bleiben. Natürlich gerade grandios außer Form, wegen seiner Verletzung wohlgemerkt. Ist 30 Jahre alt, bekommt aber ein sehr dickes Gehalt, das dürfen wir nicht verkennen. 2,7 Millionen, der Schnitt liegt bei knapp unter 2 Millionen. Insofern würde ich gerne gucken, ob Lyon bereit ist, 10,5 Millionen auf den Tisch zu legen. Für einen alternden Haller, der vor seinem letzten großen Vertrag steht, potenziell. Und noch Vertrag hat bis 2027. Es geht hier einzig und allein um entweder Gehaltseinsparungen und oder die Verjüngung unserer Mannschaft. Und das auf zugegebenerweise nicht allzu angenehme Art, aber das lassen wir einfach mal dem Spiel geschuldet dahingestellt. Schulungszentrum ist fertig. Können unsere monatlichen Einnahmen durch den Ausbau der Mietskasernen steigern. Wir haben nicht mehr so ganz viel Budget, was die Infrastruktur anbelangt, gehen aber konsequent vor und verbessern auch das. Darüber hinaus in 24 Tagen fertig der Ausbau des Vereinszentrums. Oh, und wir konnten uns tatsächlich nicht einigen. Okay, 10,5 waren schon zu viel des Guten. Ja, dann sei es erstmal drum. Das haben wir dann natürlich lang und breit angekündigt, aber finde ich jetzt erstmal nicht grundsätzlich problematisch. Wir haben einen interessanten Jungspieler, der sich als Rechtsverteidiger hier auftut, bescheinigen mir das, gewinnt 5 Moralpunkte hinzu. Julien Mavia, Luxemburger, auch nicht allzu häufig. Ja, da muss man sagen, so schnell die Thematik mit Haller aufkam, genauso schnell war sie letzten Endes auch wieder weg. Ja, und schon haben wir den Salat. Mavia fällt erstmal 5 Tage aus, Wadenprellung. Auch Murat Orbay wegen Zahnbeschwerden 4 Tage raus. Unsere zweite hier ein bisschen mit Verletzungssorgen. Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Gehalts- und Transferbudget nicht ausgeschöpft. Und unsere zweite muss wegen starkem Schneefall das Spiel verlegen. Konkurrenz belebt das Geschäft, meint Nico, achselzuckend. Er will sich richtig reinhauen und hat keine Angst um seinen Platz im Team. Warum? Weil Sotiris Alexandropoulos jetzt zur Verfügung steht. Wir haben ihn verpflichtet. Vertrag bis 29 gültig. Zentrales Mittelfeld, Nummer 6. Ja, als Dribbler nicht unbedingt mit einer Nummer 6 zu versehen. Die ändern wir mal. So viel Spaß muss sein. Wir gehen eins höher. Es ist die 7. Und den werden wir per Pressekonferenz vorstellen. Und es gibt noch mehr Nachrichten dazu. Denn Christian Günther ist über die Neuverpflichtung ganz aus dem Häuschen. Solche Kaliber bringen uns weiter, meint der Spieler. Er gewinnt 10 Moralpunkte.
Und dann heißen wir natürlich unseren Neuzugang herzlich willkommen. 5 Moralpunkte für Alexandropoulos hinzu. Und dem geben wir erstmal einen Spitznamen, weil Alexandropoulos ist für die Spiele, die ich kommentiere, definitiv zu lang. Und wir leiten es aus seinem Vornamen ab. Sotiris wird zu Tiri. Oder zu Tiris. Tiris ist vielleicht besser. Ja, hier. Jetzt muss der Vorname schon abgekürzt werden. Tiris Alexandropoulos. Ab sofort, ich hoffe, ich halte selbst ein, nur noch Tiris. Kommt ins Mittelfeld und darf auch sofort ran, muss auch sofort ran letzten Endes. Kommunizieren vor dem Spiel gegen die Wölfe einen Tag vorher ein bisschen mit unseren Leuten, gerade mit denen, die gut in Form sind natürlich wieder. Jack Stevens gehört dazu, Harwood Bellis auch. Ja, der macht das wirklich super. Lang vergessen ein Braithwaite, Taylor Harwood Bellis, leider nur ausgeliehen. Und leider auch nur noch dieses halbe Jahr. Die Frage ist jetzt, Romo ist wieder dabei. Ich glaube, wir nehmen Stürmer raus. Petersen geht. Und Romo kommt rein. Insofern spielen wir hier mit einer Raute gegen die Wölfe. Gehen also schon in die Planung fürs Spiel. Mit einem 5-4-1 quasi. Und da bin ich ehrlicherweise mal gespannt, wie das ablaufen kann. Nehmen Vidovic mit. Nehmen viele Offensive mit, weil wir viele Defensive drin haben. Sessegnon ist aber besser in Form als Beino Gittens. Den ich aber im Gegensatz zu Redmond gerne irgendwie dabei hätte, um die Bank ein bisschen zu verjüngen. Wir haben hier Pedersen 36, Costil 37, Günther 31. Ich verstehe so langsam, wo die Bedenken bezüglich der Altersstruktur herkommen. Stindl 36, Varela, Redmond und Allaire 30, Stevens 30, Romo 29, also ja, Suarez 29. Da sind schon ein paar dabei. Da muss man sagen, wow, haben ihr Alter. Und da ist sie nochmal die Meldung. Tiris wechselt für 5 Jahre zum SC Freiburg für 22,5 Millionen allerdings. Das muss man ehrlicherweise noch sagen. Und dann ist er da, der 19. Spieltag. Die Vorschau seht ihr selbst. Es sind die starken zweitplatzierten Wolfsburger, die zu Gast im Breisgau sind. Haben eine gute Mannschaftsstärke, aber wir dürfen uns nicht verstecken. Wir müssen uns auch nicht verstecken. 3-2 im Hinspiel war durchaus spannend. Und die Form ist auch nicht so ganz überragend bei den Wölfen. Ein leichteres Spiel als der Klopper Dortmund zum Rückrundenauftakt. Zudem zu Hause. Und wer weiß, vielleicht ist es ja nochmal die Möglichkeit, hier 3 Punkte mitzunehmen. Es wäre mal wieder wichtig und an der Zeit. Und ihr seht das, wenn ich nicht vor jedem Spiel auf die Laufwege gucke, haben wir hier echt ein Riesenproblem. Wo soll Suarez bitte hinlaufen? Also ein bisschen nach vorne ja, aber doch nicht so weit. Gleiches gilt für Kenny. Alle Innenverteidiger stehen auf ihren Positionen. Romo macht gar nichts nach vorne. Nico darf sich offensiv mit einschalten. Jean-Pierre genauso. Und Daka sucht natürlich ein bisschen das Sturmzentrum, weil er einziger Stürmer ist. Alexandropoulos, aka Tiris, nehmen wir in die Pflicht, sowohl nach hinten als auch nach vorne zu arbeiten. Und somit ist es eigentlich ganz gut aufgeteilt. Nico darf laufen. Tiris darf alles machen. Und Romo bleibt natürlich und schaut einen Ticken mit nach hinten. Und dann finde ich eigentlich, dass wir ganz gut aufgestellt sind gegen die Wölfe und können uns auf diese Partie freuen. Standesgemäße Vorstellung, 3 Moralpunkte für Tiris. Aber wir werden ihnen das Leben definitiv versuchen, schwer zu machen. Das ist die Ansage vor der Partie. 19. Spieltag. Wünsche euch viel Spaß. Interessanterweise die besten Leute hier, Tyrell Malacia, der Linksverteidiger, Xaver Schlager und Thomas Lemar. Die Wölfe mit einem 4-3-3, also relativ offensiv ausgerichtet. Und schon pfeift der Schiri Gerald Reichertz das Ding an Weltklasse-Schiedsrichter hier heute zugeteilt. Viertelstunde ohne Chancen, aber dann die Wölfe. Lemar kann die Flanke reinbringen. Philipp stochert das Ding zu Boadu. Trifft aber aus kurzer Distanz Gott sei Dank den Kasten nicht. Pierre zirkelt das wieder mit. Nico steigt hoch. Oh, aber Kunkas zählt mit der Glanzparade. Weiter 0 zu 0. Halbe Stunde schon rum. Chancen haben die Partie. Spiel verflacht hier komplett. Gelbe Karte für Daka nach einer Schwalbe. Das ist ärgerlich. Schlechte Sicht. Ich glaube, es war Schneefall oder tiefer Regen gemeldet. Was auch immer tiefer Regen ist. Fehlpassquote gestiegen. Boah, ihr seht das. Also hier ist in einem Bildschirm die gesamte erste Halbzeit abgewickelt. Wenig los. Gut für uns. 0-0. Alles läuft nach Plan. Na, seid wachsam. Wie immer. Die Hoffnung, dass wir uns nicht einlullen lassen von einem eigentlich zu starken Gegner. Wir motivieren hier direkt mal unseren Neuzugang Tiris, der mit einer 4,0 um die Ecke kommt. Romo ebenfalls nach seiner langen Sperre, allerdings auch ohne Spielpraxis, das muss man ihm zugestehen. Daher die Motivation an ihn. Daka, gelb. Boah, muss auch noch mehr kommen, sonst wird er ausgewechselt.
Howard Bellis, die Überraschung, ich habe es eben schon mal kurz thematisiert, spielt auch hier wieder eine 2,0 aus der Hüfte und ist schon wieder bester Mann bei uns. Es ist ein Wahnsinnsakteur. Und Saar können wir auch motivieren. Soll da hinten eigentlich ja auch die Kohlen aus dem Feuer holen. Hat doch mal Thomas Doll gesagt, oder? Jemand da im Bilde? Ansonsten gerne mal einen Kommentar. Da lache ich mir doch den. Und so weiter und so fort. Ein Wörns und ein Kovac, die sind nächste Saison gar nicht mehr da. Okay, genug zum BVB und seinen ehemaligen ehrfürchtigen Pressekonferenzen. Wir schicken die Physios rein und hoffen, dass die Jungs sich gut erholen für die zweite Hälfte. Es geht los. Auch da relativ ruhig. Viertelstunde schon fast wieder rum. Dann die Wölfe mit einer guten Chance. Howard Bellis nach der Flanke. LeMar schritt schneller als. Moment. Nein, Howard Bellis war flotter als LeMar. Dann die Ecke. Von eben jenem LeMar. Olofsson kommt blitzschnell raus, fängt die gefährlich angeschnittene Ecke sicher ab. Wir halten fest, die erste Aktion von Olofsson, die wir hier kommentiert bekommen, ist eine beruhigende. Sehr schön zu lesen. Nach der ewigen Torhüterproblematik. Nochmal die Wölfe. LeMar macht alles, da von links flanken, findet Boadu. Boah, dreht sich um Sarg. Unhaltbar für Olofsson. Boah, aber sensationeller Reflex und holt das Ding aus der Ecke. Konzentration, Jungs. Da muss unser neuer Keeper mal direkt ran. Aber wie? Sensationsabwehr hier. Und ich glaube, wir wechseln die ersten Male. Müssen was verändern. Pedersen kommt für Daka, der gelb vorbelastet ist. Das können wir uns nicht erlauben hier. Ja, und Vidovic möchte ich bringen für Jean-Pierre. Die zwei offensivsten Positionen werden also bei uns durchgewechselt. Nach einer Stunde. Ecke von LeMar. Tickt so hoch für Boadu. Kann das Ding nicht drücken. Knapp drüber. Aber wir sind gewarnt und die Wölfe sind jetzt auch überlegen. Gut, dass wir mit den Wechseln ein bisschen Zug rausnehmen. So jedenfalls die Theorie. Arnold kommt jetzt für Xaver Schlager, den besten Mann eigentlich von der Stärke her bei den Wölfen. Kenny holt sich den Ball im Mittelfeld, das ist gut, aber die Wölfe sind jetzt stark. Passspiel der Wolfsburger über vier Stationen direkt durchs Mittelfeld. Philipp wird dann von Romo bedrängt, dass er den Ball verliert. Ich dachte, Romo holt sich schon wieder rot. Man ist da ein wenig gefangen in der Historie. Aber es sieht gut aus. Die Problematik ist allerdings, wir kassieren zu viele Aktionen und stellen uns noch einen Ticken tiefer. Ich spiele mal längere Bälle, damit wir uns hinten nicht so einigeln. Und wir stellen uns aber einen Ticken defensiver noch. 20 Minuten. 0-0 ist erstmal gut. Machen wir uns nichts vor. Mokoko kommt für Boadu. Isco verlängert den Einwurf zu Mokoko. Der ist alleine vor Olofsson. Schießt aber knapp vorbei. Boah, Isco auch noch bei den Wölfen. Was eine Mannschaft mittlerweile. Ja, und die Konzentration ist wichtig. Also wir fordern das nochmal. Aber die letzte Viertelstunde ganz klar zugunsten der Wölfe. Tadellose Leistung des Schiedsrichters derweil. Und dann die Chance. Freistoß durch Soares. Ordentliche Klebe, wie ein Strich. Boah, gegen den einen Pfosten, gegen den anderen und dann raus. Kein Tor, das Spielgerät war nicht mit vollem Umfang hinter der Linie. Bitter. Soares fast mit dem 1-0 für uns. Nächste Chance. Ecke von ihm. Kurz auf. Ja, auf Romo. Halb links über das Tor. Schade, aber wir holen uns Spielanteile zurück. Ja, und müssen jetzt gucken, dass wir hier in der Abwehr nicht Gefahr laufen, Probleme zu bekommen, was die Frische anbelangt. Aber für ein ordentliches System haben wir hier keine Option mehr. Gittens und Sessegnon sind nur für die Außen da. Ja, können wir natürlich machen. Sessegnon für Harvard. Harvard Bellis macht eine zu gute Partie und Stevens ist der stärkste Innenverteidiger. Nein, wir lassen das so. Das ist kein bedenklicher Wert. Ich bin da immer übervorsichtig. Aber die müssen das jetzt erstmal durchziehen. Wir machen hinten dicht die letzten 10 Minuten. Aber die Wölfe kommen. Dropkick von Arnold aus 15 Metern. Olofsson ist auf dem Posten und macht das gut. 2,5er Note bisher. Spielerwechsel. Kadiolu für Iñaki Williams. Und dann ist noch eine Minute, die es gibt. Wir wechseln auch hier nochmal jetzt natürlich. Günther für Soares. Beino Gittens für Tiris, der sich zurechtfindet. Und Sessegnon für Stevens, der auf rechts außen geht. Die Innenverteidigung steht natürlich mit Harwood Bellis und Saar. Aber das nur, um hier Zeit von der Uhr zu nehmen. Zeitspiel habe ich gar nicht mal angemacht. Das haben die Jungs ganz gut selbst hinbekommen bisher. Und jetzt hoffen wir auf diese Nachspielzeit, die jetzt nichts Bedrohliches mehr bringen soll. Oh, wir haben noch eine Chance. Vidovic versetzt Lacroix, schießt aus spitzen Winkel. Oh, Außenpfosten.
2, Klammer auf, dreimal Alupesch in diesem Spiel für uns. Und damit endet die Partie 0-0. Die Wölfe hatten mehr vom Spiel. Insbesondere irgendwo um die, sagen wir mal, 60., 70. Minute herum, wenn ich das jetzt nochmal richtig im Kopf habe. Aber erstens, unsere Teamansprache war erfolgreich. Ihr seht das unten rechts. Vor allen Dingen, wir hatten die Pfostenschüsse und hätten gut und gerne gewinnen können. Holen ein 0-0 zu Hause. Das hilft uns. Ja, die Kölner gewinnen da unten. Wohlgemerkt gegen Hansa Rostock, den Tabellenletzten. Dortmund gewinnt 3-1 in Berlin. Leipzig gewinnt 3-2 gegen Frankfurt. 5-0 Leverkusen in Augsburg. Kantersieg. Interessante Partie, 3-3 Hoffenheim gegen Gladbach. Und die Bayern 1-0 zu Hause gegen Union Berlin. Das waren die zwei schweren Spiele erstmal zum Rückrundenauftakt. Es wird aber nicht viel leichter. Die Stuttgarter, ja, und die haben mal wieder gewonnen nach zwei Niederlagen. Allerdings in Anführungszeichen nur gegen die Schalker. Das ist unsere Chance, die nächsten Punkte zu sammeln. Und wir brauchen mal wieder nur irgendeinen Dreier. Wir haben einen Punkt aus den letzten drei Spielen geholt. Das ist zu wenig. Oh, und ihr seht hier, obwohl es fälschlicherweise hier komplett markiert ist, also normalerweise nur unsere Mannschaft markiert, hier oben rechts, oben links seht ihr es ja bei den Ergebnissen, bei den Chancen sehen wir richtig mies aus. 0,11 ist die Quote, also machen wir nicht allzu viele Tore, obwohl wir im Mittelfeld sind, was die Chancenkreation anbelangt. Uns fehlt der Knipser. Boah, erst 5 Siege in 19 Spielen, das ist zu wenig. Da müssen wir so ehrlich zu uns selbst sein. Aber das Derby kommt. Stuttgart, Freiburg. Und hier sehen wir es nochmal. Sekwem jetzt bei Feyenoord. Harvey Elliott wurde auf die Transferliste gesetzt. Haben wir immer noch im Blickfeld. Interessante Kombi. Zentrales Mittelfeld und rechts außen sind seine Paradepositionen. Und doch will der FC Liverpool angeblich den Spieler nicht abgeben, weil man ihn dann zu wertvoll fürs Team erachtet. Na, das ist ja mal merkwürdig. Oh, das Miese ist, wir haben eine englische Woche, wir müssen rotieren, ich sehe es gerade. Stuttgart, Köln, dann Augsburg und dann DFB-Pokal, dritte Runde, bevor es zu Leipzig und den Bayern geht. Also es ist hochspannend anhand der Partien, wirklich hochspannend. Oh, die Form der Stuttgarter, schaut euch das an. 4-1 haben wir im Hinspiel einen Riss bekommen. Das war kein gutes Ding, das war kein gutes Ergebnis, aber wir sind stärker. Und das muss ja Motivation genug sein, zu Hause, zweites Spiel zu Hause in Folge. Und ich bleibe dabei, da muss man von der Mannschaft auch ein bisschen fordern einfach, während wir hier den standardmäßigen Derby-Bildschirm angezeigt bekommen. Und momentan gehe ich so fast tageweise durch, was den Kalender anbelangt. Und ich hatte irgendwann mal die Frage aufgeworfen, wie das mit der Fitness bezüglich des Marathons was werden kann. Dafür müssen wir echt täglich laufen gehen. Weil ich dümpelte immer irgendwo bei 8% oder so, aber jetzt bin ich schon bei 17%. Insofern ist das wohl der Weg zum Ziel. Nachholspiel 1-1 von der zweiten. Bester Spieler mal wieder Rahim. Boah, und der ist auch noch ein Thema. Spielt natürlich extrem gut. Eigentlich müsste ich den auch verleihen. Aber wir können ja nicht unsere gesamte zweite Mannschaft verleihen. Burkhardt auch noch gut. Ja, ich habe gerade mal geguckt, auf die Schnelle finde ich da nichts, wo er sinnvoll spielen könnte. Wohlgemerkt erfolgreich. Ja, Olofsson können wir hier übrigens sagen, dass er sehr, sehr gut gespielt hat. Und dann ist das so eine Sache. Wir stellen sicherlich um, wieder auf unser wunderschönes 4-3-3 und bauen hier gerade noch ein bisschen. Ich nehme euch da ungeschnitten mit. Was wir natürlich wieder erstmal machen, ist die richtigen Positionen hier reinzupacken. Kenny spielt nicht zentral, sondern hinten rechts. Stevens ist ein Innenverteidiger, also geht Suarez nach links hinten. Harwood Bell ist Innenverteidiger, aber Saar ist ja auch noch da. Romo ist defensiv, ihr seht schon, wir brauchen Leute von außerhalb und insofern kommen Sessegnon auf rechts außen zurück, als auch Bino Gittens oder Redmond. Ich glaube, jetzt gehe ich hier im Sinne der Rotation auf Redmond, auch stärketechnisch ein Thema. Nico kommt mit für Sildilia, Saar auf die Bank, dann sind wir bei 864. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich lasse Harwood Bellis gut und gerne spielen. Wobei, Malang Saar. Wir können auch nicht alles über Harwood Bellis machen, zumal der nach der Saison wieder geht. Wir bringen Saar im wichtigen Spiel. Ah, nein. Ich habe
Boah, ich habe gerade die Form gesehen. Saar raus. Saar kommt gegen Köln, aber Harwood Bellis ist zu gut drauf. Kenny spielt auch gut und bekommt das Lob. 5 Moralpunkte hinzu. Und wir schauen uns die Taktik an. Da wird es wahrscheinlich wieder komplett, ja, zerschossen sein. Eben. Spielmacher ist Nico. Sturmtank ist Daka. Wir werden nicht mehr so defensiv stehen. Natürlich nicht. Und auch nicht auf Konter gehen. Passen die Laufwege an. Tiris macht alles. Nico geht mit nach vorne. Ebenso wie Jean-Pierre. Ja, das sieht jetzt wieder gut aus. Damit bin ich zufrieden. Und damit können wir eigentlich auch schon die Folge beenden und uns auf das Spiel freuen. Ihr seht es oben, zwei Spiele diese Woche und die werden natürlich beide in der nächsten Folge abgehandelt. Insofern freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal bei Let's Splinter. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, immer und gerne ein Abo dalassen bei YouTube. Wir sind mittlerweile 300. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.